Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu unserem lieben Kublai Khan. Naja, lieb nicht wirklich. Wir kämpfen gegen die Khmer. Ja, und es sieht momentan so aus, als ob wir Indrapura demnächst tatsächlich bekommen könnten. Ich bin mir gerade immer noch nicht sicher, ob das die Hauptstadt von ihnen ist. Wir finden es raus. So, spätestens dann, wenn es vorbei ist mit ihnen. Autschi! Ja, und dann werden wir hoffentlich auch endlich ein bisschen mehr Raum haben. Ich bin mal gespannt, wie hier war. Also das hier dürfte ja eigentlich nochmal eine extra neue Stadt sein. Gehe ich momentan davon aus. Das halten wir mal da mal drauf. Das könnte es dann schon fast für sie gewesen sein hier. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber sie haben auf jeden Fall keine richtige Verteidigung mehr. Was mache ich denn jetzt mit dir hier? Erstmal zurückweichen. Damit er hier da ran kann. So, das wäre mir echt gerade eben ganz recht. Sehr gut. Dann kannst du da schießen? Du kannst, nee, du kannst hier nicht schießen. Du kannst nur dahin gehen und dann schießen. Genau, dann ballern wir da drauf. Ich glaube, ich will den hier eigentlich auch erstmal upgraden, aber es geht gerade eben nicht. Ich mache zu viel Minus. Halten wir einfach mal fest, wir machen Minus. Deswegen müssen wir uns erstmal jetzt hier mal dafür sorgen, dass wir ein bisschen Geld und Forschung bekommen. Dinge, die mir gerade eben sehr, sehr wichtig sind. Da kann ich nachher auch nochmal, kann ich mich nur heilen. Das kriegt natürlich mir nicht so viel. Das hier ist, glaube ich, von ihm noch gar nicht besetzt. Ansonsten könnte ich es nämlich jetzt hier plündern, was ich jetzt aber wiederum nicht kann. Der Rambok kommt mal näher. Du gehst jetzt mal ebenfalls dahin. Wie lange hält die Stadt noch durch? Wahrscheinlich wieder mal nicht allzu lange. Oh, das ist so bitter. Aber ein paar Runden haben wir noch. Okay, wir könnten jetzt hier in Xanadu uns die Waffenkammer gönnen. Wird auch empfohlen, so das Einzige, was wir hier wirklich tun können. Dann haben wir noch in Urumqi die Möglichkeit, den Tempel weiterzubauen. Kostet halt auch Gold im Unterhalt, ne? Dich kann ich jetzt upgraden. Aber ich will das Geld gerade eben sparen. Also momentan lohnt es sich, wie ich finde, noch nicht, das zu tun. Du regenerierst jetzt an der Stelle mal. Du reitest da drüben hin. Wahrscheinlich kannst du das hier plündern. Und da müssen wir jetzt einfach ganz kurz warten. Hier kann ich das jetzt hier endlich reparieren. Ja, ich habe verstanden, dass du Plantagen nicht magst. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt muss ich halt mal überlegen, ne? Das ist eine ganze Weile her. Ich denke, dass ich jetzt... Ich schicke nach Ulm, oder? Ne, Ulm haben wir schon, oder? Ich schicke nach Ulm. Ich glaube, da habe ich noch keine Straße hingesetzt gehabt. Ich schicke hier auch nach Magdeburg was hin, denn jedes Mal, wenn wir das ja erstmalig machen, bekommen wir einen Bonus. Und den hätte ich mir ganz, ganz gerne geholt. Es ist eine neue Aufnahmesession, also es ist jetzt das erste Mal, dass ich seit, Entschuldigung, seit ungefähr, glaube ich, 2 Wochen hier wieder aufnehme. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall 2 Handelsposten erstellt. Sehr gut, das ist das, was ich wollte. Und das bedeutet, dass ich hier natürlich jetzt hier, ja gut, er ist jetzt sowieso eigentlich auf dem Weg, mein Best Buddy Forever zu werden hier. Der Groll spielt eigentlich kaum eine Rolle. Zugriffsstufe streng geheim. Oh, wir wissen schon eine ganze Menge. Massenvernichtungswaffe gebaut. Oh, Angriff gestartet, Projekt gestartet, Siegesstrategie geändert. Kriegsvorbereitungen laufen. Das ist interessant. Ich frage mich, gegen wen? Wahrscheinlich gegen Taruga würde ich annehmen, dass er da aktiv werden will. Das wäre ja auch typisch für seine Agenda. Au. Oh, 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 oh. Da tauchen plötzlich Reiter auf, die wir nicht eingeladen haben. Okay, das heißt, wir sparen jetzt einfach Geld. Wir haben eine Einheit verloren, wie bitter. Das ist wirklich bitter. Ich mache jetzt hier mal einen Tausch. So, dann kann der jetzt ja zwar diese Runde nicht schießen, aber das ist mir egal.
Du ballerst da drauf. Die Stadt muss leiden. Du kannst das hier plündern für Gesundheit. Du kannst das hier plündern für Gesundheit. Dann sind die wieder voll da. Ich weiß, dass ich das alles nachher reparieren muss. Und dass mir das alles dann ganz schrecklich leid tun könnte, aber... Irgendwas ist ja immer, ne? So, jetzt gucke ich mal. Ich halte natürlich jetzt hier weiter. Warte mal, ich kann die schon mal vorbereiten. Jawohl, das ist sehr gut. Dann machen nämlich die Speerträger hier einen leichteren Job. Ich weiß nicht, ob das deren Ende ist. Ich glaube nicht ganz. Ne, die haben sich nur gegenseitig ein bisschen wehgetan, aber der ist jetzt immerhin nicht mehr allzu gefährlich. Dann schießen wir da auch noch drauf auf die Stadt. Was man nicht alles tut, um seine Stadt irgendwie zu retten. Das Wunder werde ich nicht niederreißen können, nach meiner Erfahrung. Gott, der hat aber eine Menge kaputt. Jetzt sehen wir zum ersten Mal, was er da hinten alles so hat. Okay, das überspringen wir jetzt. Du gehst jetzt hier weiter vor. Was können wir mit ihm jetzt hier noch machen? Also wir haben jetzt hier den Kaffee hier angebaut. Da oben. Ich hätte gern die Trüffel. So, Einheit getötet, ja, das haben wir mitbekommen, das konnte uns nicht entgehen. Wir haben einen großen Wissenschaftler, den Ibn Chaldun, oder Chaldun, gewährt. Der gewählte Campus erhält 2 Wohnraum und 1 Annehmlichkeit. Ist das eventuell der Erfinder des Studentenwohnheims? steigert den Nicht-Nahrungsertragsvorteil der Zufriedenheit in eurem Reich um 40%. Das ist cool. Zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt. Das heißt also, dass die Leute zufriedener werden, einfach nur deswegen, weil er da ist, auf die Dinge, die sich nicht auf Nahrung beziehen. Muss ich bloß gucken, wo er sich befindet. Aber erstmal gucken wir, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter forschen. Stützpfeiler werden jetzt hier möglich, mit der Hagia Sophia und dem Staudamm. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller als die Bogen. Da können wir vielleicht noch einen Bonus bekommen. Lass uns das machen. Auch wenn Staudamm, ganz im Ernst, wir sitzen hier einfach mitten in dieser Wüstengegend rum und die Frage ist berechtigt, ob das Sinn macht. Egal. Wir gehen jetzt dahin und aktivieren ihn. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt unseren Bonus erhalten. Haben jetzt auch nochmal einen weiteren Zeitalterpunkt bekommen. Durch ihn. Einfach dadurch, dass er gekommen ist. Wir arbeiten immer noch daran, irgendwie uns aus diesem dunklen Zeitalter herauszuarbeiten. Ne? Das bleibt Hauptaufgabe. Bleibt die Hauptaufgabe. Ich finde es interessant, dass er mit Artillerie da ankommt. Okay, den muss ich jetzt hier definitiv rausziehen. Ich kann da hinten wahrscheinlich hier diesen Campus noch plündern. Das bringt mir auf jeden Fall was. Im Zweifelsfall Forschung. Jawohl, 94 Wissenschaft geholt. Ich möchte nicht über den Fluss angreifen, weil das eine dumme Idee ist. Ich reite das jetzt hier nieder. So, jetzt können wir hier feuern. Ich kann ja nochmal Wissenschaft stehlen. Ach ja, ich muss aber erstmal das Ding hier runterballern, ne? Die Gier, ich sag's euch, die Gier. Sie ist einfach so unendlich groß. Zack. Du musst weg. Du bleibst hier und regenerierst. Du feuerst da drauf. Okay, der hat ein Level abbekommen. Ab jetzt kann er Kontrollzone ausüben. Ich warte noch einen Turn, oder? Wir haben Kampfstärke durch die Oligarchie. Grundstärke, also bekommen dadurch auf 40. Die sind ein stark beschädigter Bezirk. Komm, wir machen das. Rambok-Attacke! Das hat den jetzt echt zugesetzt, würde ich mal behaupten. Du kommst da gerade nicht weiter.
Wir brauchen immer noch mehr Annehmlichkeiten. Ja, wir arbeiten daran. Keine Sorge, wir arbeiten daran. Gucken wir mal, wie viele Annehmlichkeiten wir hier brauchen. Bevölkerungswachstum ist stark reduziert. Wir brauchen auch mehr Wohnraum. Okay. Der Tempel bringt halt nur einen Bürgerplatz. Wir haben halt hier nicht viel, was wir bis jetzt machen können. Das sind alles Dinge, die kommen erst noch. Oh oh. Da kommt ja nochmal ein Elefant. Okay, die Kampfkraft von denen ist gut. Oh. Er mobilisiert, Freunde, er mobilisiert. Ja, aber die Stadt fällt jetzt hier. Und dann haben wir hier schon mal einen weiteren Stützpunkt, den wir dann hier verteidigen können. Okay, Feuer frei. Wie sehr hat es ihnen zugesetzt? Massiv. Okay, dann muss er jetzt hier eigentlich erstmal weg. Er kann dahin. Du ziehst dich ebenfalls zurück. Du gehst dahin. Das könnte schon das Ende sein, aber ich möchte vorher natürlich noch hier die Wissenschaft klauen. Entschuldigung, das habe ich abgebrochen. Das war doof. Ich bin jetzt hier gerade eben schon im Klick-Wahnsinn. Trigger-happy, könnte man sagen. Schießpulvereinheiten wären jetzt eine Idee. Dann würde immerhin die Infanterie besser werden. Aber dann sind wir halt schon in der Renaissance. Hm. Und ich habe immer noch nicht die Kejik gebaut, was halt echt schade ist. Na gut, komm. Und in unsere Stadt. So, dann können wir doch hier doch mal den hier zum Pikenier machen. Oder will ich das? Will ich das? Nee, Pikenier bringt nicht viel. Ich regeneriere ihn einfach erstmal. Den Bogner ziehe ich ebenfalls zurück. Du gehst dahin. Du kannst jetzt hier endlich das hier machen. Das bringt mal ein bisschen Gold ein. Das machen wir immer in 15,7 plus. Und ich kann diese Stadt sogar vernichten. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht. Wir behalten sie. So, die ist auch am Rebellieren, was ich echt interessant finde. Also erstmal Monument rein. So, wie sieht es jetzt bei dir aus? Ich erwarte jetzt, dass hier die Leute... Was? 15,5? Langsam aber sicher glaube ich, dass es dem Spiel einfach völlig egal ist, was ich hier tue. Das ist einfach... So, das ist ihm einfach völlig egal. Autsch. Nicht so gut, nicht so gut. Ja, da jetzt drauf zu halten ist ein Risiko. Du bleibst hier, du ziehst dich, ne, warte mal, du ziehst dich in die Stadt hinein zurück. Du kannst dahin gehen und regenerieren. Du gehst in die Stadt hinein und wirst regenerieren. Du bleibst hier zum Schießen, falls sie kommen. Du gehst dahin, um dich zu regenerieren. 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 Ist halt dummerweise halt die Kavallerie gerade eben jetzt hier ordentlich geschwächt, ne? So, was... Ich kann tatsächlich mal wieder was bauen. Das Monument zum Beispiel, das könnte uns sehr helfen. In der jetzigen Lage. Aber ihr seht, es hat aufgehört. Es hat jetzt endlich aufgehört. Das war in der letzten Runde noch nicht angezeigt. Boah, steigen 15,5 jetzt, wo die endlich weg sind. Halleluja. Boah, das ist ein so wichtiges, also eine so wichtige Änderung. So, jetzt können wir hier draufhalten. Wird nicht viel machen. Aber jedes bisschen hilft. So, du heilst ebenfalls. Dich mache ich jetzt zu einem Armbrustschützen.
Heureka freigeschaltet durch den, für den Metallguss. Ausgezeichnet. Du bleibst hier nach wie vor. Du gehst schon mal dahin. Und bleibst dann da. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Da könnte ich nochmal eine Mine bauen. Hier kommen wir demnächst noch zu Salpeter. Das ist jetzt halt echt super ungünstig, dass ausgerechnet da mein Hain sein muss. Was hat denn der jetzt hier für ein... Aber der hat ohnehin nur eine Anziehungskraft von Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt. Bezaubernd. Bezaubernd. Und bezaubernd. Ich glaube halt, dass es halt nicht so gut ist, wenn ich da jetzt hier den Salpeter abbauen gehe. Aber ich werde es trotzdem machen. Denn ich muss ihn ja irgendwie herbekommen. Okay. Technikbonus Metallguss. Treffen des Weltgrundkresses steht bevor. Ja, jetzt machen die Khmer wieder so einen Notfall. So, ne. Ich troll den die ganze Zeit und jetzt hat er mich gehauen. Entschuldigung. Ach ja. Ich kann ja mal mit ihm jetzt hier versuchen, über Frieden nachzudenken. Oh, ich habe die Agenda Schwerindustrieller von ihm erfüllt. Das ist doch mal erfreulich. Der Weltkongress, war ja klar. Also gut. Militärischer Notfall. Einheiten im Territorium, ja. Ich hoffe, dass sich die meisten heraushalten werden, vor allem die beiden. Und dass sie dagegen arbeiten werden. Ich setze jetzt halt einfach mal alles ein, was ich kann und sage, lass es sein. Abgelehnt. Ja, war sogar ziemlich deutlich. Wobei, stimmt gar nicht. Die haben sich nicht dran beteiligt. Okay, das ist krass, die Christina. Ich muss echt diese Christina im Auge behalten. Dass für die Macht des Königs mit seinem Axiom der Göttlichkeit gilt, dass genau wie jeder Frevel an Gott als Blasphemie zu bezeichnen ist, auch jeder Zweifel am König derselben gleichkommt. Alles klar. So, jetzt können wir die Monarchie machen, wenn wir wollen. Ja, das ist die erste mit 6. Die bringt uns mehr Wohnraum pro Stadtmauerstufe, aus dem mehr Einflusspunkte, hau rein. So, die gute alte Zeit hat ihre Vorteile, aber es gibt eine Menge Nachteile, die wir jetzt damit ausbügen, dass wir eine Monarchie geworden sind. Vor allem, dass wir auch noch 3 Punkte bekommen. So, mal überlegen. Wir haben jetzt 2 weitere Slots für militärische Politik. Stadtverteidigung und Stadtfernkampf wäre eine interessante Möglichkeit. Nachlass bei Verbesserungen, oh yes, please. Annehmlichkeiten für Garnison, Produktion für Lager, Bezirke, alle modernisierten liefern zusätzliche Ressourcen, mehr Loyalität, das brauchen wir nicht mehr, das ist durch. Ich nehme das jetzt mal damit, ne, für alles, was mit einer Garnison hat. Ich muss halt noch eine Garnison dann irgendwo mal reinbauen. Warte mal, wie ich das hier eigentlich behalten? Gold durch Handelswege, ja. Kultur durch Handelswege, ja. Das will ich auch behalten. Gouverneure liefern plus 2 Loyalität. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wobei, wir können es nochmal bis zum nächsten Mal drin lassen. Wir bleiben beim großen Wissenschaftler. Und die Technologie Burgen hat große Fortschritte gemacht. Das ist doch sehr schön. So, wie gesagt, 3 weitere Zeitalterpunkte. Bonus auf Burgen. Ja, die Annehmlichkeiten. Wir haben jetzt hier keine Garnisonen drin. Obwohl wir es uns leisten könnten, ne? Aber wir müssen die Einheiten auch erstmal irgendwo herkriegen. Das ist ja momentan eher so das Thema. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Jetzt reden wir doch mal mit ihm, ob er ein Einsehen hat. Ach so, können wir noch nicht. Wir haben noch diese 10 Runden Zwangskrieg. Das kostet jetzt 110 Gold. Erstmal reck ich die. Du gehst jetzt da rein. Kannst aufgewertet werden zu Armbrustschützen. Sind exakt auf 0 Gold rausgekommen. So, welche Ausrichtung kulturell wollen wir denn angehen?
diplomatischer Dienst hätten wir einen Bonus. Ich habe aber leider noch keine zwei Märkte. Wir werden niemals eine Quadrireme haben. Zumindest nicht so schnell. Einen vierten Handelsweg sind wir auch noch nicht so weit. Aber wir haben immerhin schon mal drei. Vielleicht haben wir bald noch einen mehr. Aber das könnte noch ein bisschen in den Sternen stehen. Wie geht's eigentlich euch da oben? Überraschend gut. Ihr seid ja schon zu zweit. Das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Dass ihr jemals aus eurem Loch gekrochen kommt. So, der Armbrustschütze hier regeneriert und dann gehen wir mal in den nächsten Turn. Okay. Er möchte jetzt mir hier meine letzte diplomatische Macht abkaufen, weil die brauche ich ja angeblich nicht. Das kann er aber getrost vergessen. Trüffel, Kaffee. Nee. Ich tue die Vereinbarung einfach abbrechen. Keine Ahnung, was das sollte gerade eben. So, wir haben jetzt auch noch Schießpulver große Fortschritte gemacht. Das will ich mir doch gerade eben mal anschauen. Schießpulver. Genau, bau deine Waffenkammer, das war das. Das ist jetzt in einem Turn fertig. Und danach können wir eigentlich dann direkt das Schießpulver machen. Du gehst noch dahin. Noch haben wir nämlich kein Salpeter abgebaut. Ich bin ernsthaft am Überlegen. Daher wir ja sowieso hier weiter Krieg führen müssen, ne? Ich meine, das Spiel zwingt uns ja geradezu. Ich wasche meine Hände im Blut unschuldiger mal wieder. Überspringen. Dann können wir doch einfach auch mal hier mit dem Krieg weitermachen. Ich bin natürlich Spinnefeind gegen solche aggressiven mit. Nein, Quatsch. Ich spiele die Mongolen, das ist normal. Kapelle des Großmeisters, Geheimdienst, Außenministerium. Spione und Kapazität für Spione erhöhen. Oh, Einheiten mit Glauben kaufen. Bin ich sofort dabei. Das Ding macht auch noch fett Minus. Besatzung, Groll gegen Stadtgründer. Ja, das ist klar. Da ist noch ein gewaltiger Einfluss da. Aber das ist mir eigentlich momentan noch relativ egal. Vielleicht relativiert sich das Ganze ja noch. Vielleicht sollte ich ihn auch einfach mal darüber packen mit der Zeit. Aber wir werden sehen, ob das was bringt. So, es wurde Frieden verhandelt. Banda Brunei und Kublai Khan, ja. Okay. Jetzt gucke ich mal, er ist für einen Frieden bereit. Und er gibt tatsächlich das Städtchen dann sogar auf. Dann hätte ich weniger Stress, wisst ihr? Mal gucken, kann ich von ihm noch irgendwas verlangen? Hallo? Warum kann ich das gerade eben nicht reinmachen? Er würde mir sogar Gold pro Runde zahlen. Der würde mir 13 Gold pro Runde zahlen. Er ist ziemlich mit dem Rücken zur Wand. Ach, wisst ihr, diese 30 Runden nehme ich da gerne mit. Na also. Gleich denunzieren. Haha, du Weichei. Oder sowas in der Art. Will ich das machen? Wisst ihr, es ist halt lustig, dass es halt einfach nichts kostet, außer dass es Groll erzeugt. So, gleich mal denunziert. Direkt mal ausgelacht. So, Entschuldigung. Dinge, die getan werden mussten. So, da gehen wir mal weiter. Ja, ich will ja gleich wieder einen Kriegsgrund haben. Für die Zukunft. Wer ein Schloss im Nebel sieht, muss dorthin gehen, um den außerordentlichen Träumen zu begegnen. Sehr schön gesagt. Dann gehen wir auf Schießpulver, weil das am schnellsten geht. Ich könnte natürlich aufs Bankwesen gehen, aber ich habe noch nicht die Gildenausrichtung. Das muss ich eventuell nochmal schauen. Hab ich die schon?
Muss gerade mal schauen, das ist sicherlich sowas hier. Ich glaube nicht, dass... Nee, Gilden kommen hier erst. Ja, brauche ich tatsächlich noch gar nicht schauen. Ich müsste ja noch einen zweiten Markt bauen, um mir da diesen Bonus zu holen. Stadt benötigt Nahrung. Ja, dann macht doch was. Keiner zwingt euch. Ich kann momentan noch keine Einheit mit Glauben kaufen. Und Gold habe ich gerade eben natürlich auch zu wenig. Du regenerierst hier schön weiter. Ich will jetzt wissen, was da unten alles noch so ist. Deswegen schicke ich jetzt hier mal meine Reiter nochmal aus. Du bleibst hier. Du auch. Ja, und dann will er plötzlich Eisen von mir kaufen und gibt mir noch mehr Gold. Kann ich das erhöhen? Auf einmal will das Spiel nicht mehr. Okay, das war ein Bug, Leute. Das war ganz eindeutig ein Bug. schade. Ja, da ist es mal wieder passiert, ne? Sie haben sich gedacht, warum befreundet sein mit unserem Eroberer? Ja, keine Sorge, das kriegen wir in den Griff. Ist wieder nur Training. Von der Warte betrachte ich sowas inzwischen. Und Pipiu. Ja, komm, die stehen wir einfach so weg. Das war beinahe schon aufgesetzt. Die Schwerter hier können das hier noch angreifen. Achso, ups, bin ich doof. Ich habe meine eigenen Einheiten verwechselt. Dir niederreiten ist keine gute Idee. Ich reck einfach mit denen hier weiter. Jetzt kann ich hier aber doch noch angreifen. Na also. Schwerter gegen Schwerter. Mano a mano. So, und was mache ich mit dem Reiter hier? Dahin gehen, damit er nicht hier versehentlich noch meine Artillerie attackiert, die ich gleich noch dringend brauchen werde. Jawohl. Schöner Flankenniederritt. Und jetzt hier dasselbe auch noch. Und jetzt ist die Stadt schon wieder alleine. Jetzt haben wir die nächste Ping-Pong-Stadt. Es wird niemals aufhören. Die Befürchtung ist zumindest absolut real und gerechtfertigt. So, du gehst nach Norden. Ey, lustig, guck mal, da hat es noch echt... Ich sehe das gerade zum ersten Mal, dass da echt noch eine Krabbe ist. Hätte ich nicht kommen sehen. Okay, Amphitheater, mittelalterliche Sachen, mehr... diese Einheiten können nur mit Glauben erworben werden. Der Mönchskrieger, Amphitheater, Hagia Sophia würde hier zu lange dauern. Ich mache trotzdem den Tempel, um noch mehr Glauben zu generieren. Ja, ja, die Stadtloyalität, das haben wir gesehen. Aksu! Ach, es ist so schön, dass Aksu einfach da ist und bleibt und ich genieße das gerade. Nur mal überlegen, ob ich dann, sobald ich die Stadt wieder zurück habe, diese beiden hier nochmal verlege, ne, damit er seinen Bonus auf diese Stadt ausweiten kann. Dann tue ich ihn da rein und dann tue ich ihn hier noch darüber. Was bringt der Magnus hier nochmal eigentlich? Schwarzhändler, strategische Ressourcen, Siedler verbrauchen keine Dingens, Überschusslogistik, Handelswege hierher gewähren Nahrung. Ja, ich müsste eigentlich mal auch Handelswege zu diesen Städten dann setzen. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.